Kannst du das nicht gehen? Ich höre bei mir den Polizeiwagen und hört bei dir ein paar Sekunden später im Discord. Ah. Aber wir haben keinen Strom. Jetzt geht das noch nicht. Mach aus. Hallo und willkommen zurück bei Subsistence. Die Nacht haben wir überlebt. Sobo hat extrem viel große Fische gefangen. Ja, wir hatten richtig Glück. Guten Tag. Ich hole nochmal schnell Wasser. Ja, war wirklich gut mit Fischis. Ja, wir hatten einen Lachs, zwei Hechte und nochmal zwei Kleine. Also, das war echt, das ging gut, aber wir sind eben der. Das Vegetarische ist so ein bisschen. Ja, da gibt es eben wirklich wenig. Ist komplett Mangel. Ja. Und selbst wenn wir das Beet jetzt ernten, müssten wir eigentlich erstmal wieder alles an Samen irgendwie. Ja, also einen Samen müssen wir auf jeden Fall ziehen aus den Sachen. Die restlichen, ja, können wir gucken. Also wird ja schlecht, ist halt ein Problem. Wir müssen das ja mampfen. Ja, das stimmt. So, ich guck jetzt mal, ob wir uns. Achso. Ja. Könnten wir uns da vorne irgendwo in Richtung des kleinen Tümpels, in Richtung, na, was würde es sein, Südosten? Könnten wir uns so eine kleine Foundation hinstellen. Mhm. Von der aus war immer jagen, weil da sind ja immer viele Wölfe. Dann okay. Haben wir so einen Punkt, wo wir immer wieder rufspringen können und wo wir uns sicher immer ein bisschen Fleisch besorgen können. Ja. Ja, mal gucken, was brauchen wir denn für eine Foundation? 5 Bretter, die bauen wir unterwegs. 1, 2, 3, 4, 5. Und 2 Seile, die kriege ich auch noch hin, da hatte ich was drin gepackt. 2 Seile und ein paar Nägel, wie viel brauchen wir? 12. Oh, wir haben 14. Okay. Angelschnüre zurück. Okay. Gehen wir mal gucken, wo wir uns die hinsetzen. Ne? Falle war leer. Fasern brauchen wir, Nägel brauchen wir. Ja, das stimmt. Ach so. Wir können ja mal gucken, was brauchen wir für diese Raffinerie? An Strom und so. Kannst du die jetzt schon stellen, ja? Ja, nee, jetzt die Frage, ob wir vielleicht erst eine Raffinerie bauen vor der Werkbank und vor allem möglichen Kram. Oder ob wir erst diese. Strom und Masse haben wir dafür. 12 Eisenschrott, 10 Bretter und 12 elektronische Bauteile. Das kriegen wir hin, oder? Dann bauen wir uns erstmal eine Raffinerie. Jetzt gleich? Mit Strom? Ja, dann können wir uns wenigstens mal einen Dietrich bauen, oder? Ich weiß, das ist nicht optimal irgendwie, aber ich hätte schon gerne so eine Unterstützung von der Dietrich-Kiste. Ist bestimmt nicht schlecht. Ja, das stimmt schon. An was fehlt es jetzt noch? Ja, nichts. Hast du alles, ja? Ja, ich baue sie jetzt gleich. Cool. So, und ich baue die Foundation. Muss mal gucken, wie wir die bauen, dass wir darauf springen können. Ist in Arbeit. Aber guck mal, wir sind bei 75% hier bei unserem Beet. Geht bald. Wir können bald uns einen schönen Salat machen. Oh, bei dir hat sie klingelt. Bei mir hat sie läutet, ja. Hat gehört. Durch Discord. Du komm. Gehst du jetzt an der Tür? Nö. Na, vielleicht ist es was wichtig. Nö. Yeah. Boah. Wer durch die Hintertür klingelt. Ja, aber klingelt ja keiner umsonst. Doch. Meinst du? Klingelstreiche. Nee. Haben wir denn überhaupt schon was zum Schmelzen? Oh. Ja, jetzt würde es nicht gehen. Ich höre bei mir den Polizeiwagen und hört bei dir ein paar Sekunden später im Discord. Ah. Aber wir haben keinen Strom. Jetzt geht das noch nicht. Mach aus. Oh, traurig. 19, okay. Also das könnten wir schon mal. So ein Ding könnten wir bauen. Okay, dann lassen wir den Strom wieder hochtickern. Ist nicht optimal, ich weiß. Aber.
Egal, wir haben es einfach. Scheißegal. Wir hätten bestimmt eher noch einen zweiten Beet bauen sollen oder so. Denke ich auch. Ja, egal. Egal. Ach so, hast du den ganzen Kram noch in der Tasche? Nee. Nee, okay. Okay, Fasern, Heilkräuter, alles. Endlich alles. Kiste wäre geil. Aber gut, jetzt bauen wir uns erstmal einen Wolfsjagdstand. Ja, das ist nicht verkehrt. Obwohl wir jetzt eigentlich Fleisch gar nicht so dringend brauchen, weil du angelst ja wie ein Gott. Ja, aber das ist jetzt nur einmal und dann irgendwann ist es nicht mehr so. Ich war nochmal da und viele. Ja, Wolfe. Baukiste. Cool. Ja, dann werden wir die Foundation hier hinter einen Stein hinbauen, ne? Okay. Hier so. Hier so. Das ist so von der Orientierung her. Ja. So dicht ist immer kein Wolf, oder? Weiß nicht. Seh ihn. Ich auch. Ja. Mal gucken, ob es geht. Oh. Das ist die Frage, von wo man rufspringt, ja? Okay, von der Seite. Wo ist er? Da ist er, fein, Tündchen. Komm. Kommt er zu mir? Ja, aber jetzt geht er. Ne, jetzt kommt er. Ja, aber wenn der okay, sich bewegt. Ne, du sollst ihn ja nicht schießen. Das ist wie so die Pussy-Aktion so. Anschießen, wegrennen. Oh. Ja, geht nicht anders. Oh, das ist safe. Das war schade um die Pferde, wir bräuchten ein Hühnchen. Obwohl, ich kann ja locken. Ja, wenn er langsam kommt, treffe ich ihn vielleicht auch schon. Er kommt schnell. Oh, ich wollte noch ja nicht schießen. Dann hol dir einen Pfeil. Wo war denn der? Treffer. Das kannst du mit der Hacke machen. Der war hier. Boah, das ist ein bisschen schräg geschossen. Ja, ich glaube ja. Also ich hab eigentlich ja nicht. Ich wollte ja nicht. Wollte zielen und hab schon geschossen. Depp, ich. Hier hängt er. Nimm mit. Ach so, okay. Willst du ihm den letzten geben, oder? Wo ist er? Da knurrt er. Siehst du? Nee, ich bin hier unten. Mach ruhig. Cool. Wir Fleisch haben wir schon mal ein bisschen. Also ich hoffe, der letzte hat eine Leber und ein Fleisch gehabt, wa? Ja, Leberfleisch, bisschen Fett. Passt. So, jetzt noch ein paar Erze gucken. Eisen? Eisen wäre schön. Also Metall? Nee, Eisen. Eisen. Achso, und Veggie? Können wir hier kurz durchtauchen? Ich hab eine Kartoffel. Die esse ich. Ja, wir haben Samen, glaube ich, noch in der Kiste. Ja, haben wir. Okay, eine Alge. Ja, ist hab gleich. Ich. Die Algen bringen jetzt nicht so viel. Okay, da drüben ist ein Wolf. Ja, okay. Also eine Alge. Na gut, dann können wir die Plattform da lassen, ist ganz gut. Jetzt gehen wir nochmal ein paar Erzen gucken. Hast du schon eine Spitzhacke, ne? Nee. Okay, ja, hier waren denn die immer welche. Sind Erze auch weniger? Na, alles ist weniger, oder? Oh, bist an der Kiste vorbeigelaufen. Echt? Ich hab dich wirklich übersehen. Ne? Kalium. Okay. Zieh eine mit. Da ist nochmal Dünger, falls wir mal Not haben. Okay. Was ist hier endlich mal mit ein paar Fasern? Komm, wir schießen mal zu diesem Erzfelsen rüber. Gucken, was uns da, ob uns da noch ein bisschen Erze geben wird.
wäre schon geil, eine Dietrich-Kiste. Hatten wir ja vorhin. Ja, die auch zu bekommen, meine Kids. Das wäre cool. Ich weiß ja nicht, wo wir den Dietrich verschlammt haben. Das muss ich mir nochmal angucken. Ich glaube, wir hatten uns noch gezankt, wer den mitnimmt. Echt? Hm. Ich weiß nicht. Mal sehen. Kriege ich raus. Kiste. Oh, eine schöne Kiste. Sonne hier, Sonne. Mit zum Phönix, oder was ist das? Ehenstoff. Boah, Ehen-Biosprit, ey. Ernsthaft. Na gut, mal gucken, was der Erzfelsen hergibt. Hä, ja, wo bist denn du? Und zum Erzfelsen. Ja, ich weiß nicht, wo der ist. Nordosten. Ja, war schon wieder Kackwetter, wirklich jetzt? Mhm. Oh, den Erz habe ich schon mal. Und das Eisen. Dann haben wir 23 oder 24 Eisen. Das noch eins. Okay, zwei. Was machen die Viecher hier? Nochmal Eisen. Cool. Acht. Da ist nochmal. Schön. Ja, also der Dietrich sollte schon mal sicher sein. Braucht man dafür noch ein bisschen Metallschrott und ja, Bretter. Bretter, wa? Ja, passt. Den können wir uns ja bauen. Tata. 16. Schön. Mhm. 16 sind schon 18 hat man gebraucht, ne? Mhm. Ja. Oh, da unten ist noch ein Erz. Da muss ich noch hin. Wenn hier keine Viecher sind? Nö. Okay, da haben wir schon mal für den Dietrich alle zusammen. Okay. Dann gehen wir nochmal in Richtung Alte Hut. Und nehmen noch ein bisschen Holz mit. Der Ofen, der steht im Freien. Der wird ja wohl nicht ausgehen im Regen, oder? Weit Lagerfeuer. Oh, da ist ein Bär. Ja, ich gesehen. Und Vierer. Da links. Links von ihm ist eine Kiste. Die muss ich eben noch weggieren da. Geiern. Weggeiern. Ich komm da ran. Oh je. Oh. Jetzt zur Not muss ich ihn wieder weglocken. Hey, sieht gut aus. Ein Stoff, ein Brett. Oh. Laut. Brauchst also bald ja nicht mehr aufmachen, die alten Kisten. Aber egal. Nimmt denn diese komische Raffinerie 0,5 Strom oder ich glaub, so? Ja. Also wenn der Strom voll ist, sollte einen Augenblick halten. Ja, dann machen wir eben Schritt für Schritt, egal. Dann bauen wir die Werkbank wahrscheinlich irgendwann demnächst, dass wir uns die Platinen herstellen können. Und dann geben wir langsam mal eine Puma-Base an, wa? Ja, denke ich auch. Dass wir uns ein paar Sehnchen besorgen, um dann mal eine Solarzelle oder so hinzukriegen. Und dann werden wir zwischendurch natürlich immer ein bisschen farmen, Holz und gucken, dass wir ein paar Baukisten kriegen für die Nägel. Dass wir aber die Wände zukriegen bei uns zu Hause. Weil irgendwer... Aber der geht weg. Ah, gesehen, komm mal an den Baum ran. Ja. Du rennst schon wieder, ey. Nein. Doch, wie kannst du denn schneller sein als ich? Flinke Füße. Mhm. Ja, lass noch mal ein bisschen Mampfe drin.
Na, ist doch schön. Dann schmelzen wir mal was ein. Freut mich. Der erste Dietrich, den wir selber herstellen. Ja, muss ich bloß gucken, dass wir mit dem Metallschrott und so noch halbwegs über die Runden kommen. Da ist eigentlich noch ein bisschen. Ein paar Bretter herstellen. Ich hab 36 oder so haben wir noch. Bretter? Nee, Metallschrott. Okay. Oh, meiner friert. Weißer. Es war direkt nicht so der richtige Weg. Boah. Ich nehme lieber einen Dietrich als alt andere momentan. Ich glaube, das hilft uns mehr als, keine Ahnung, eine Werkbank. Weil was willst du mit einer Werkbank, wenn du neue Kilometer hast? Also ich finde hier, die Falle steht absolut an einem Scheißpunkt. Habe ich ja vorher schon gesagt. Es war noch nicht einmal irgendein Tier drin. Kannst du die nicht umsetzen? Ich weiß nicht. Immer so Stück für Stück, also immer so weit kannst du das nicht umsetzen. Das ist wie mit so einer Foundation. Und mach erstmal Feuer in den Ofen. Oh, wir können ernten. Ja, Heilkräuter. Naja, gut. Die gehen immer schnell. Ja, aber dann kann ich noch was anderes anpflanzen hier, warte. Hier. Nimm Möhrchen. Oder Zwiebeln, irgendwie sowas. War drei Dinger rausgekommen. Möhrchen. So. Oh, kalt. Ja, ja. Möhrchen. War Ofen ist angeblieben, ne? Ja, ja. Okay. Ich mache jetzt auch die Raffinerie an. Oh, war noch Strom? Ja, geht erstmal. Wenigstens ein bisschen. Vielleicht können wir noch die durchbauen. Und dann gehen wir nochmal. Dauert zu lange. Ja, dann gehen wir nochmal rüber dann nach, in der nächsten Folge, wo die Dietrich-Kiste lag, in unserer alten Hut da. So, ich hab noch ein Fleisch und in der Leber. Kopf noch rausgerissen gerade. Nicht, dass schlecht wird. Ups. So. Ja, komm mal zurück, dann können wir wenigstens nochmal ein Fleisch essen. Mal gucken, kann man die verstellen? Die Falle? Ja, kann man. Wo soll ich die denn hinstellen? Ja, ein bisschen weiter Richtung Madenbau? Ja, vielleicht ein bisschen weiter ins Gras rüber. Wir müssen Hammer. Haben wir einen Hammer schon gebaut? Zum Reparieren? Ich glaube ja. Ein bisschen weiter ins Gras. Ja. Okay, siehst du mich von da aus, links von unserer Bäne? Ja. Okay, hier stelle ich stell sie hin. Zwischen die beiden Bäume, genau auf dem dunklen Fleck. Wir müssen mal gucken, ob wir einen Hammer haben, weil jetzt sollten wir die lieber reparieren, als neu zu bauen. Das eine Seil und den einen Stock. Oh, meiner friert doll. Gibt's hier noch was? Ah, keine Heidelbeere, wa? Oder irgendwas Erdbeere oder. Schattig. So, ein Fleisch in den Leber läuft. Das Fett hebe ich erstmal auf, dass wir ein paar mehr haben. Metall. Zack, drin. Frisst schon einen schönen Strom. Aber wir brauchen ja die Erze, was willst du machen? Ja, stimmt. Kalium. Bretter, Kartoffelsamen, Mike Olloy. Okay. Passt ja. Warum muss auch was essen jetzt? Also. Das ist zu knapp jetzt. Du nicht? Doch, oder? Ich habe. Ja, Gemüse eben drunter und Veggie ist, und Eiweiß ist auf der Hälfte.
Dünger habe ich machen gehauen. Passt. Was haben wir denn noch in Samen eigentlich? Immer Tomate. Viermal Kartoffel, das ist cool. Und das war's. Okay. Oh, Fleisch ist fertig. Schnell, 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 schnell. Ja, Fleisch ist okay. Mal, wir haben jetzt erst drei Dinger hier, drei Eisenfragmente. Ja, ich hab's ja gerade erst angemacht. Ja. Na gut, dann pack ich mal nochmal die Angel aus. Das vierte Flasche. Ich glaube, ich war nicht so schlecht. Ja, ich. Was kostet die denn, warte? Drei. Ach, das haben wir. Ja, ja. Metall und Seide. Ein, zwei. Oh, hier. Eins, zwei. Ah, zack. Okay. Also eine Flasche mache ich nochmal und hole nochmal Wasser. Ja. Ich schmeiß mal die Angel aus, mal gucken. Oh! Ich will ein bisschen Glück kurz haben. Recken. Ja, ich hab so zusammengekümmert hier auf meinem Stuhl gerade. Ach, nee. So, Flasche. Dann holen wir nochmal was. So, Fischi, was denn hier mit Fischi? Fischi, Fischi. Ja, ich glaube, in der nächsten Folge können wir uns über unsere Früchte hermachen. Freue mich schon. Ja, also brutal ist wirklich eine harte Nummer so. Also jetzt, ja, ja, am Anfang das Überleben und die Vorsichtigkeit, die wir an den Tag gelegt hatten. Aber du findest echt wirklich deutlich weniger. Und du musst wirklich kämpfen. Um jedes bisschen so. Ja, also und auch die Schritte, die man so macht, müssen ja wohl überlegt sein. Ich glaube, wir haben den falschen Weg gewählt mit der Raffinerie. Aber ist egal. Ich will so eine scheiß Dietrich-Kiste haben. Da sind vielleicht ein paar Seen drin, dass wir schon eine Solarzelle bauen können. Oder, ich habe keine Ahnung. Irgendwas hat uns. Vielleicht sind da auch nur drei Sachen drin. Vielleicht sind die Sachen da drin auch abgezählt. Oh, das wäre natürlich, dann will ich kein Dietrich mehr bauen. Nee, wa? Ja, ich pack dir mal ein bisschen Fisch. Nee, also, ja, ich bin aber bei drei Viertel. Also, ist okay. Egal, ist. Einfach. Kannst noch, wenn du kannst, kannst du mir noch ein paar Angelschnüre herstellen. So drei oder so. Ich hab noch zwei. Der, die jetzt drin ist, drei. Und dann, ja, guck mal, jetzt ist schon wieder dunkel. Dann machen wir Schluss für heute. Ja. So langsam. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Aber erstmal ist es ja, ist nicht erfolgreich, aber, also wir leben, ja, aber, wir essen. Wir halten uns schon, ja, gut. Also, finde ich auch. Und klar, wir haben im Hinterkopf immer diese Bett-Spawn-Punkte, aber trotzdem passiert uns jetzt nicht ganz so viel. Ist okay. Ja, und, ich glaube, trotzdem hat man jetzt zu zweit auf Brutal noch ein bisschen leichter, als wenn man jetzt Solo spielt. Denke ich mal. Weil, ich sag mal, wenn wir jetzt getrennte Wege zum Looten gehen würden, dann würde der eine doch mal eine Heidelbeere finden oder doch mal eine Kiste mehr. Und wir gehen ja meist immer zusammen. Das macht ja auch, finde ich ja auch cool irgendwie. Ja. Viele sagen immer, ach, geht getrennte Wege, findet nee, da mehr. Warum? Ja, da ja, haben die Leute aber recht mit. Das stimmt schon. Ja, aber pff. Ach. Ja, genau. Pff. Ja, siehst du? Ja, na gut. Dann schön, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns bald wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.